weiß mal genau, was damals passierte, wie die Welt endete. Die neue Welt, die Welt nach dem großen Feuer, ist härter, zäher als die alte, geprägt von Mangel und Brutalität. Doch aus der Asche der sogenannten Zivilisation erhoben sich auch neue soziale Strukturen. In den Ruinen der alten Städte entstanden neue Siedlungen. Eine der größten im Magdeburger Ödland ist sicher Paradise City. Das Paradies ist einem Waffenstillstand zwischen menschlichen Einwohnern, Mutanten und einem wilden Stamm Verlorener zu verdanken, der die umliegenden Waldgebiete beherrscht. Doch der Frieden steht auf wackeligen Beinen. Die kleinste Provokation könnte wieder einen Krieg ausbrechen lassen. Welcome to Paradise City. Was? Die Boten sind da. Heute Sonderangebot im Gecko-Markt. 2 Ratten zum Preis von einer. Transportdienste aller Art. Kauft euer Futter im Gecko-Markt. Sauberes Futter zu kleinen Preisen. Was? Hey, Boten! Hier! Kommt mal her, komm, wir haben was für euch. Keine Frage. Ja, was gibt denn? Sag mal, liefert ihr auch zu den Verlorenen vor der Stadt? Ihr wisst schon, die Wilden im Wald. Ja. Haben wir es für die hier. Den Brief hier. Der ist für den Chef von dem Haufen. Von uns den Beutelratten. Von den Beutelratten. Aber ihr müsst ihn vielleicht vorlesen. Ihr könnt doch lesen, oder? Ja, sicher. Ja. Gut, kriegt er das heute noch hin? Ja, müssen wir schaffen. Wir haben gerade viel Werbung gemacht. Ansonsten, kostet aber 10 Sheets extra, weil das außerhalb der Stadt ist. Und 10 extra wegen verloren Gebiet, ist schon Gefahrenzulage. Richtig, Gefahrenzuschlag, richtig. Ja, ist schon gut. Hier. Der Rest für euch. 80 Sheets. Okay, wir bringen den sofort ich weg. Ich steck das dann, ja, ja. Ciao. Glaubt ihr ernsthaft, dass die das Scheißding abliefern? Na klar, Mann, das sind Boten, die liefern jeden Scheiß. Stimmt auch wieder. Auf jeden Fall habe ich die Eichhörnchen genommen und die Tresen geworfen. Einfach nur, dass es schnell geht oder so. Was haben wir hier denn? Ich weiß nicht, da kann doch nichts Gefährliches drin sein oder so. Guck mal, für eine Bombe ist das viel zu schwer. Scheint auch nichts durch. Ist auf gar keinen Fall eine Bombe oder sowas. Was meinst du, kann da drin sein? Keine Ahnung. Warst du überhaupt schon mal da? Ja, schon. Also, ich hab mal Dosenfutter hingebracht. Dosenfutter und sowas? Ja, ich hab gehört, die haben Moradix oder sowas. Aber wofür brauchen die das? Ja, die sind ja alle total verstrahlt. Ich weiß, was da drin sein könnte. Das ist ein Liebesbrief. Wahrscheinlich war einer von denen die Tochter des Rücklings heiraten. Ja, das weiß ich, aber was ist mit den Verlorenen? Die sollten noch angreifen. Nein. Wer hat euch das denn erzählt? Wir sollten nur einen Brief an die Verlorenen liefern, aber finden die nicht. Das sind keine Verlorenen. Hä? Was? Haben die so angreifen? Ja, nein, die haben uns einen Brief gegeben, den sollten wir den Verlorenen bringen. Ja, wollen Brief geben, wir können auch die drei waren das. Brief, das ist ja Brief. Lest den Brief doch mal vor. Dann lest den doch mal vor. Hat den noch mehrere. Nee, Florin, das ist auch Komm, wir gehen einfach alle mit. Okay. Ich geh mal raus. Hey, Häuptling Rattenfurz. Es tut uns leid, euch dies sagen zu müssen, aber da euer unzureichender Sinn für Humor. Der Sachverhalt ist so, dass wir. Ah!
Welcome to Paradise City.